Schlusspfiff im Makulong-Stadion im Timbisa-Township. Großer Jubel bei den Fans. Ihr Team Highlands Park FC hat gerade wichtige Punkte gegen den Abstieg gesammelt. Mittendrin Horst Kriete, der Deutsche, ist zu Besuch in Johannesburg. Über 6 Jahre hat er hier beim südafrikanischen Fußballverband SAFA gearbeitet, den Fußball weiterentwickelt und Trainer ausgebildet. Es war schön, wieder die Stimmung mitzubekommen und natürlich auch hier wieder einige Freunde wiedergesehen zu haben, die in unterschiedlicher Funktion tätig sind als Fernsehjournalisten. Ja, das war also schön, so dass man sich hier wirklich wieder zu Hause fühlt. Hey, Franz. Hey, Coach. Hey. Prost. Die Wiedersehensfreude ist groß. Good to see you, man. Yeah, good to see you. Welcome to auch bei seinen ehemaligen Kollegen. Gemeinsam und im engen Austausch mit ihnen hat Kriete ein Ausbildungssystem für Trainer entwickelt. Er hat Strukturen verändert und so die Grundlage für erfolgreichen Fußball geschaffen. When we came out of isolation, mit dem Ende der Apartheid kamen wir aus der Isolation. Der Fußball weltweit hatte sich weiterentwickelt. Das mussten wir erstmal aufholen. Horst war von Anfang an dabei. Er half uns, dieses Land, das isoliert war vom Fußball, zu verändern. Und er brachte uns bei, was moderner Fußball ist. Fachliche Kompetenz, aber vor allem viel Respekt und Vertrauen sowie Bescheidenheit war die Basis für Kretes nachhaltigen Erfolg. Außerdem war ihm ein enger Austausch mit seinen Kollegen wichtig, denn auch er sei immer ein Lernender gewesen. Sicherlich habe ich hier einige Anstöße gemacht und man freut sich ja auch dann, dass die viele, die ich ausgebildet habe, heute dann hier im Verband tätig sind oder auch Erstligatrainer sind, die also überall zu finden sind in unterschiedlichen Funktionen. Das ist an sich ein schönes Zeichen. Kriete nutzt den Fußball als internationale Sprache. Asien, Mittelamerika und Afrika. Der Deutsche war in 50 Ländern unterwegs, doch besonders Südafrika hat ihn beeindruckt. Die Menschen, die Kultur, das Land. Wenn ich hier komme, dann ist es so, dass ich mich wie zu Hause fühle. Mich nicht fremd fühle, mich nicht einleben muss. Ja, sofort zu Hause bin, sofort Kontakt habe, landesweit zu vielen, vielen Leuten. Das ist eine schöne Sache. Kriete leistet bemerkenswerte Arbeit für den Fußball, aber vor allem für die Gesellschaft. Nun ist er der deutsche Fußballbotschafter 2017. Ehrung für sein außerordentliches Engagement auf der ganzen Welt.